Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir, beim Grillschanki seinem Kanal. Ich bin der Bami Plattfuß und werde heute dem Grillschanki sein V-Pin einrichten. Wie ich das alles mache, seht ihr natürlich gleich hier im Rest des Videos und davon weiß der Schanki noch gar nichts. Also der hockt sich hier hin, lädt hier irgendwas runter, da installiert er schon irgendwas, den Game Ready Driver. Bisher tue ich bloß Windows mal installieren und einfach mal seine Nvidia Treiber aktualisieren. Ich weiß von nix. Mach einfach. Ach ja, ganz genau. Und ich sage jetzt nochmal vielen herzlichen Dank für den Veggie. Also der hat definitiv hier schon seinen Platz gefunden. Hat die Frau vom Bambi Plattfuß mir gemacht. So Freunde, also zuallererst ging ja mal der obere Monitor nicht. Kannst du uns sagen, warum der nicht gegangen ist? Weil Windows eine Fotze ist. Das kann ich aber nicht im Video senden. Ja, aber ist die Wahrheit. Okay, dann lassen wir es drin. Gut, also Windows ist ein A-Loch. Der wollte zuerst den oberen Monitor nicht. Das hat er jetzt hingebracht. Und Leute, ich kann euch wirklich nicht sagen, was der da alles hin und her klickert. Geht mir viel zu schnell. Wenn ihr genau wissen wollt, was ich da mache. Ich habe da ganz tolle Videos drüber gemacht, 2 Stück. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Da tue ich das alles ganz genau erklären. Und da kann man das auch Schritt für Schritt folgen. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn man auf seine Videos verweist dazu, zu der Installation, bevor wir da jetzt ein komplett neues Video machen, weil ich glaube, das wird jeden Rahmen sprengen, bei mir hier zumindest. Also wir können jetzt mal was testen, ob es überhaupt schon geht soweit, ob die Grundinstallation schon mal stimmt. Falsche Settings noch. Falsche Settings, also heißt es für mich, nebendran sitzen, Kaffee zu trinken, mein Kirschkurs ist schon leer und ja, einfach abwarten und zu gucken. Ganz genau, und das mache ich. Was ist das eigentlich immer für ein Bild? Das hier, das ist jetzt Visual Pinball, das ist der Editor, mit dem wir die Tische bauen. Ah, so. Also so sieht das Grundgerüst aus im Text und beziehungsweise diese Bild, diese Vorschau. Und wenn wir nachher starten, dann siehst du, wie das Ganze dann aussieht. Oh mein Gott. Also ich habe keinen Plan davon. Absolut nicht. Hallo Patricia, freust du dich auch schon, wenn er läuft? Ja. So, er ist immer noch dabei. Also, ACD ist schon gerade mal gelaufen. Noch irgendwie so ein komischer Fußballflipper. Naja. Sven? Ja? Du hast jetzt die Scheibe schon ausgemessen. Ja. Weil wir werden jetzt dann im Internet eine Scheibe bestellen. Warum im Internet? Warum nicht? Wir bestellen alles im Internet. Ja, das auf alle Fälle. Richtig. Aber was soll die Scheibe können? Ist keine klassische Scheibe, also keine ESG-Scheibe, sondern die Scheibe, wo man für einen Flipper heutzutage nutzen sollte, ist eine doppelt entspiegelte Scheibe. Und die beim Glasen zu bestellen, ist einfach viel zu teuer. Ja. Deswegen bestellen wir sie beim Flippershop, im Speziellen bei PU Parts. Die verschicken die Scheiben, sind sauber eingepackt. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Geile Sache. Wunderbar. Das machen wir jetzt dann gleich. Während jener welcher hier, den man auch mal auf der Schulter tätscheln darf, weiter installiert. Ja. Ihr wollt mal ein bisschen Spaß sehen, dann gucken wir uns was Lustiges. Was Lustiges? Ja. Dann gucken wir mal. Was können wir denn so starten, was mal ganz Lustiges ist? Das wäre was Lustiges. Also die Flipper-Buttons und so gehen immer noch nicht, oder? 5 Minuten, die gehen gleich. Okay. Ja. Ich mache jetzt erstmal die Software, bevor wir die Software anschließen. Vollkommen in Ordnung. Damit du siehst, wie weit ich jetzt schon gekommen bin. Oh, Harry Potter! Harry Potter! Ist das geil. Ja, also da geht es schon. Aber wir können noch mal was Geiles machen. Noch was Geiles? Ja. So. Der Mann kann sogar hochkant lesen. Irgendwann kennt man es auswendig. Ist echt so. Irgendwann weißt du genau, was du drücken musst. Ah, ich hab da tatsächlich was vergessen. Oh, ja. Was meckert er denn rum? Jetzt. Oh, ja. Habe ich
tatsächlich noch Rom vergessen. Och nö. Ja, ja. Und der hier. Oh, auch ich mache mal Fehler, tatsächlich. Ja, mei, also groß kann der Fehler, glaube ich, nicht sein. Nö, nur den Fehler der Datei ist alles. Welcher normale Mensch soll sich mit sowas auskennen? Ist nicht schwer. Ist gar nicht schwer, Leute. Ist gar nicht schwer. Man muss nur Bambi Plattfuß heißen. Dann ist es gar nicht schwer. Aber für einen Grillschunkie, Ja, Leute, auch der Grillshow-Flipper läuft. Iha. So, da der gute Grillschunkie jetzt vorhin schon am Grillen ist, testen wir jetzt mal ohne ihn, ob wir die Installation bisher stimmt von unserer Hardware. Und wir sehen jetzt hier, ob das Pin Control 2 auch tatsächlich möglich ist, zu rütteln und schütteln und zu tilten. Was jetzt, wie ihr sehen könnt, wenn ich hier an. Ich schüttel an dem Gerät. Und dann seht ihr auch, wie das hier sich verändert. Und ihr seht dann auch, wie das ganze andere Sache funktioniert. Also, das funktioniert schon mal. Und wenn man jetzt auch die Knöpfe drückt, zeigt es dann auch an. So muss sein. So. Wie ihr hören könnt, testen wir jetzt auch die Ausgänge, ob auch alles richtig verkabelt wurde vom Grill-Junkie. Und wir sehen, oder hören könnt ihr, gesagt, sehen tut es jetzt gerade nicht. Sie klackern auf jeden Fall schon und jetzt theoretisch hier vorne müssten jetzt gleich die Leuchten angehen. So, wir sehen könnt auch diese Leuchten. Ah, hier die Undercap-Leuchte, wo ich ihn extra überredet habe, funktioniert auch. Das kann man auch gleich auf der anderen Seite. Jetzt gucken, welche Leuchte das sind, weiß ich gar nicht mehr. Oder Nocker ist falsch. Den müssen wir nochmal checken, da stimmt was nicht. Da wird dem Grillschanke sein Murks ausgebessert. Das Schöne ist, wir können jetzt hier lästern, weil er ist gar nicht hier. Und er kann es erst im Videoschnitt sehen, dass wir gelästert haben. So, und leuchtet es jetzt? Ja, und er leuchtet auf. Sehr schön. OP am offenen Herzen, weil der Junkie falsch rum zusammengeschraubt hat. Ja, der Junkie ist schuld. Nur der Junkie. Also wenn irgendeiner fragt, es war nur der Junkie. Schon umdreht, oder? So, der Junkie ist draußen an seinem Video aufnehmen und wir sind jetzt fertig mit OP am offenen Herzen. Und jetzt hoffentlich haben wir es alles richtig gemacht und dann müsste es auch alles tun, blinken, machen, tun. Endlich! Hey, was höre ich da? Wir haben den Murks ausgebessert. Geilomat, Leute, Geilomat. Und wie ihr sehen könnt, auch die Lightshow funktioniert nun, so wie es gehört. Die Schütze klackern. Wir können jetzt dann. Die Punktanzeige ist auch schon da, wie es alles sich gehört. Passt. So geil, also mir gefällt es mittlerweile richtig gut, aber was ich auf alle Fälle jetzt noch beschlossen habe, gerade eben vor Stunden habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, aber definitiv werde ich den Monitor auch ganz nach unten setzen, ja, und den dann entsprechend auch tiefer. Ich glaube, dann ist die Optik doch noch etwas besser und vielleicht brauche ich dann doch keine Backbox. Keine Ahnung, schauen wir mal. Oder doch noch eine Backbox. Und zu den Lautsprechern auch noch eine Beleuchtung rein, wo blinkert. Wir werden sehen. Irgendwann, wenn ich meinen ganzen anderen Mist fertig habe. Ja, und das ist die zweite Runde. Wohlgemerkt, die zweite Runde. Die ersten Burger waren sogar noch mächtiger. Und ja, Jungs, haut rein. Und wir gucken jetzt uns dann den V-Pin nochmal genau an. Ja, geil. Einfach nur geil. So, Freunde, nach dieser Grill- und Fressorgie jetzt nochmal. War es eine? War sehr geil. Ja, wunderbar. Freut mich. Ja, geht es jetzt noch mit dem Erklärbär weiter, wie ich den V-Pin überhaupt zum Bedienen habe.
Ich habe da absolut noch keinen Plan. Soweit ist er fast fertig. Scheibe haben wir noch keine, habe ich aber heute schon bestellt. Das Ding da hinten wird nochmal ausgetauscht. Und wo ist er? Wo ist er? Wo hockt er? Sieht man? Da sieht man. Bis wann kommt der Shaker? In den nächsten Tagen. Wunderbar. Dann kann ich da noch den Shaker-Motor schnell reinsetzen. Genau. Ja, und schauen wir mal, was sich nächste Woche dann noch ergibt. Weil rein theoretisch kriege ich da dann noch Besuch. Für das Außenrum, für das Optische. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Gut, dann lasse ich mir jetzt mal das Teil erklären. Und nachher seht ihr dann, wie ich mal kurz hier dran stehe beim Zocken. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Die kommen auch verdammt spät. Was? Die Flipper. Ne. Warte mal, bevor du es abdrückst, warte kurz. Das nennt man Lightshow. Jetzt kann ich abziehen. Die oberste muss drücken. Jetzt geht los. Machen wir jetzt, will ich jetzt drei Spieler hier? Hallo? Tja, Freunde, noch ein bisschen T2 zocken, bevor ich dann auch Feierabend mache. Wie lange die zwei jetzt noch da bleiben, keine Ahnung. Betten würden dastehen. Auf alle Fälle bin ich wirklich heilfroh, dass die zwei mir das gemacht haben. Das war's jetzt dann erst einmal. Ich habe es glaube ich schon erwähnt gehabt, Scheibe schon bestellt. Das zeige ich euch dann natürlich in einem weiteren Video. Aber jetzt, die nächsten Tage, ist erst einmal Ruhe mit VPIN-Videos. Und ja, außer die nächsten Teile kommen. Ein Teil
zwei Teile. Jo. Der. Oh, der Shaker und die Scheibe. Und dann kann man erst einmal zocken. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, bin ich raus aus dem Video. Wir sehen uns. Tschaikowski. Und nicht vergessen, die Grillvideos anzugucken.